Hi, heute sitze ich mal wieder am Rechner. Es geht nicht direkt ums iPad, sondern um das neue Lightroom CC. Ich arbeite ja schon länger nur mit dem iPad und eigentlich auch nur mit Lightroom Mobile da drauf. Das funktioniert ganz gut, auch die Synchronisation auf dem Desktop funktioniert ganz gut zu Lightroom CC, nee, zu Lightroom Classic CC, wie es jetzt heißt. Komplizierte Namen. Großer Nachteil war bis jetzt und ist jetzt eigentlich immer noch der, dass ich eben die RAW-Files auf dem Tablet habe, die in die Cloud synchronisiert werden und da bleiben. Das war früher richtig beschissen, weil da hatte man nur 2 GB, was ja irgendwie gar nichts ist. Jetzt habe ich abgegradet zu 1 TB, das reicht eine Weile, aber irgendwann wird es auch nicht mehr reichen. Deshalb habe ich mir eine Lösung überlegt, wie ich diese RAWs in Smart Previews umwandeln kann, sodass sie trotzdem noch in der Cloud sind, ich darauf zugreifen kann, aber eben nicht mehr so viel Speicher verbrauchen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dafür brauche ich das iPad gar nicht. Dafür nehme ich einfach die Desktop-App von dem Lightroom CC ganz neu. Ich schalte jetzt direkt auf den Monitor. Speicherkarte ist schon drin. Kann ich hier direkt in Lightroom CC importieren. Alles auswählen, Fotos hinzufügen. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, eine Sammlung anzulegen, was übrigens Album heißt, aber das können wir ja noch machen. Einfach beide markieren, Album erstellen und nennen wir es Raw to Smart Preview. So, jetzt haben wir unser Album erstellt, Raw to Smart Preview. Haben wir hier mit beiden Bildern drin. Können wir hier unten auf das i gehen und sehen dann hier lokal Originaldatei, Cloud noch ausstehend, weil das eben noch hochlädt. Synchronisieren dauert ein bisschen, ist klar, sind große Bilder. Warten wir einfach kurz, bis sie synchronisiert sind. Synchronisieren fertig. Jetzt steht hier lokal Originaldatei und Cloud original gesichert. Gehe ich in Lightroom Classic, habe ich hier schon ausgewählt, Raw to Smart Preview, habe natürlich gewartet, bis es runtergeladen war, also bis es komplett synchronisiert war. Sind hier die Bilder auch da und ich kann sogar mit Rechtsklick in Explorer Anzeigen machen, dann sehen wir, es sind die RAWs hier, 32 Megabyte groß, 33 Megabyte. Also sind die vollständigen RAWs, die er komplett runter synchronisiert hat in den klassischen Lightroom-Katalog. Gleichzeitig sind sie aber auch im CC-Katalog in der Cloud drin. Da wollen wir sie aber rauskriegen. Der Trick dabei ist jetzt, dass wir uns die Dinger irgendwie markieren, dass wir sie nachher wieder finden. Ich vergebe da immer das Label Löschen. Gehe dann zurück zu Lightroom Classic und klicke hier auf diesen komischen Blitz, um die Synchronisierung aufzuheben. Jetzt werden sie nicht mehr synchronisiert, sind aber noch im Creative Cloud Katalog und auch im Lightroom CC Katalog. Gehe ich jetzt zurück nach Lightroom CC, habe ich hier meine 2 Bilder noch, aber du kannst gucken, diesen Ordner gibt es nicht mehr. So, diese 2 Bilder kann ich nochmal anklicken, sehe hier Original. Ja, aber wir wollen sie ja weg haben. Klicken Sie beide an. 2 Fotos löschen. Jetzt kommt hier rot. Achtung, Achtung, du löscht die Fotos wirklich komplett raus. Wollen wir machen? Fotos löschen. Sie sind weg von der Cloud. Aber gehen wir in Lightroom Classic, sind die Fotos noch da. Auch noch die kompletten RAWs. Jetzt kann ich wieder auf Synchronisieren klicken. Jetzt warten wir wieder ein bisschen. Können wir schon mal hier gucken. In Lightroom CC. Jetzt müsste hier irgendwann unser Album erscheinen und dann müssten die Fotos auch wieder gesynkt werden als Smart Previews. So haben wir sie also kleiner gemacht. Die RAWs haben wir runtergezogen auf den Creative Cloud Katalog. Nein, falsch, auf den Lightroom Katalog, den lokalen, auf dem Rechner, den alten, den Classic. Irgendwie müssen sich die mal andere Namen einfallen lassen. Und die Smart Previews sind jetzt in der Cloud. Hier haben wir ihn, Raw to Smart Preview. Die Bilder sind auch da. Klick mal an, Info, Smart Vorschau. Cloud, nur Smart Vorschau. Genau das wollte man, das war es auch schon.
Ein bisschen Geklicke ist, gebe ich zu, aber wenn man es mal raus hat, dann geht es ganz schnell. So kann man relativ einfach Speicher sparen in der Cloud. Ich hoffe, dir hat es geholfen. Falls ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du Fragen hast, gerne kommentieren unten drunter. Falls es nicht geschehen, kannst du hier meinen Kanal abonnieren. Hier mache ich eine Bildbearbeitungs-Playliste hin und irgendwo hier bei mir packe ich mein letztes Video hin. Bis dann. Ciao.